Frohes Neues, meine lieben Freunde. Ich begrüße euch zu meiner ersten Folge im Jahr 2022, LSBDFA-Zeit. Und im Livestream wurde sich das letzte Mal gewünscht, Ralf spielt doch mal wieder was aus Sachsen. Und ich habe mir ein Fahrzeug genommen, Land Rover aus Dresden mit der schicken Uniform. Ich grüße alle meine Zuschauer aus Sachsen, der Umgebung und die jetzt eingeschalten haben. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit, einen guten Rutsch. Ich hoffe, ihr seid alle heil rübergekommen, hattet einfach eine gute Zeit. Das ist ganz wichtig heutzutage, ganz besonders in Bezug auf Corona und den ganzen Lockdown-Kram und Leute, die wahrscheinlich krank sind. Deswegen, ich drücke euch den Daumen fürs neue Jahr und hoffe, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen. Denkt bitte auch dran, im Community-Tab auf YouTube bewerbe ich gerade so ein kleines Game, das heißt Rollcoin. Ist ein Game, das ist ein Krypto-Game, das kann man online spielen, da kann man auch in dem Spiel Coins minen. Schaut da mal in meinen Community-Talk, wenn ihr Bock habt, checkt den Reflink aus und dann können wir zusammen zocken. Eine sehr, sehr geile Sache, ist so ein Nebenbeispiel. Also damit wird man nicht reich, ja, muss man ganz klar sagen. Damit wird man definitiv nicht reich, aber macht mir Spaß und auf meinem Discord ist es auch sehr beliebt. Aber jetzt mal zurück zur Folge, let's go, Leute, auf geht's. Die Karre, nice, ich würde sagen, ich glaube, ich habe die noch nie benutzt. Polizei Sachsen, Sportversion. Was steht da? Schalke 04? Ne, SD4. Ich dachte schon, das wäre ein bisschen komischer Land Rover gewesen, ne? Alles gut. Wir haben ja noch ein bisschen Schnee hier. Wurde ja leider in GTA Online schon weggenommen, der Schnee. Dachte ich mir, den gönnen wir uns aber dann hier bei mir in der Folge. Wenn wir den schon nicht mehr online haben, dann wenigstens hier bei mir auf YouTube. Ja, ja, die Fahrzeuge. Auch so eine Sache, Leute. Ich werde auf jeden Fall die nächsten paar Tage mich um die neue Version kümmern. Disorientated Person. Code 2, dann fahren wir dahin. Und zwar hatten wir in Neuland ja schon im letzten Jahr. Mann, Neuland im letzten Jahr ein neues Pack gegeben mit Fahrzeugen, wo auch Österreich mit dabei ist. Ich habe es noch nicht installiert. Wer Bock hat, schaut mal auf Twitch vorbei, Ralfinger TV. Da werde ich wahrscheinlich heute im Laufe des Tages die neue Version draufballern. Vielleicht mache ich auch GTA nochmal neu, man weiß es nicht. Gab ja ein Update, mal gucken. Ich meine, die läuft dann noch stabil, die Version. Und sagte er Crash. Das wäre jetzt perfekt gewesen für die Aufnahme. Also nicht wirklich perfekt, aber wäre so typisch GTA. Passiert mir manchmal im Livestream auch. Ja, und ansonsten natürlich, wie ich schon vorhin gesagt habe, anfangs dieser Folge, ich wünsche euch wirklich eine gute Zeit. Was ich zurzeit übrigens auf Twitch sehr viel spiele, ist Project Zomboid. Da könnt ihr mir gerne mal sagen, ob ihr Bock habt, ob ich mal so Best-of-Zusammenschnitte der Livestreams auf YouTube hochladen soll. Ist ein sehr, sehr geniales Game, macht mega Laune. Project Zomboid ist ein Survival-Game, ein Zombie-Survival-Game, wo man wirklich alles, auf wirklich alles achten muss. Auf kleine Kratzer, Infektionen, Desinfektionen, Verhungern, Verdursten, Hitze, Kälte, Wäsche waschen, Blut waschen. Alles ist wirklich verrückt, es ist umfangreich wie Sau und macht mega Spaß. Spiele ich, wie gesagt, auf Twitch. Hallo, sieh da vorne. Bisschen komisch, wie der gerade gefahren ist. Ich finde es aber gut, dass unser erster Einsatz uns schon so ein bisschen in die bergigere Gegend führt. Boah, Wetter, wie geil das wieder aussieht mit der Sonne. Weil wir nämlich ein Offroad-Auto haben. Und da passte das sehr gut, würde ich sagen. Dass wir hier so ein bisschen in die Hügel fahren. Die Radfahrer haben es auch echt gut hier. Ey. Zieht euch mal rein. Ey. Schön im Winter hier mit Rennrädern auf der Straße. Saugefährlich, ey. Was willst du denn machen? Schöne Karre. Schöne Karre. Wow, 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 wow. Bin ich erschrocken. Hat keiner gesehen. Habe ich aus Versehen so einen Holzpfahl umgefahren. Das tut mir leid. Passiert natürlich mal im Eifer des Gefechts. Auch da hinten der Berg. Seht ihr jetzt gerade, wie er da rauskommt mit seinem Schnee. Der schneebedeckte Berg. Sehr geil, ne? Okay, mal wieder ein Tier auf der Straße. Mal aufpassen. Wow. Viech, geh weg von der Straße. Boah, war das knapp. War das knapp, ey. Muss. Ey, die rennen jetzt rennen auch eine Kuh hier rum. Was ist das denn hier, ey? Ey, Kuh, du kannst sie nicht abchillen. Das ist definitiv nicht deine Weide. Wo kommst du denn her? Geh mal wieder darüber. Komm, Kuh. Geh mal hier. Komm, Kuh. Komm. Mal einen Klatscher auf den Hintern geben hier. Nein! Oh nein! Kuh, nicht umfallen. Hallo, nicht in die Schlafen jetzt. Ja, du musst darüber. Entschuldigung, dass ich dir in den Arsch getreten habe. Ja, das habe ich, wie soll ich denn sonst... Okay. Hallo? Okay, warte mal. Wir fahren schon noch zum Einsatz, Leute, aber ich muss dem Bauern sagen, dass eine dreckige Kuh da über die Straße... Das ist dreckige Kuh, die ist nicht dreckig, aber... Dass sie da über die Straße läuft. Warte mal, das ist irgendeine Construction-Firma hier. Ah, jetzt auch noch die Kuh weg, oder wie? Ich wollte denen gerade hier den Bescheid sagen, aber das sind Mitarbeiter von der Firma hier, die haben überhaupt nichts mit der Kuh zu tun. Wo kommt denn die Kuh her?
Mysteriös, meine lieben Zuschauer, mysteriös. Ah ja, hier. Hier ist die Kuhweide. Wow. Wie ist die denn da ausgebrochen? Na gut. It is what it is, meine lieben Zuschauer. Was willst du tun? Wer sich jetzt auch gefragt hat, hey Ralf, du streamst ja wieder GTA auf YouTube. Ja, ich werde YouTube-Content, Blödsinn, GTA-Content, Livestreams im Bereich LSBDFA nur noch auf YouTube machen. Aus dem einfachen Grund, weil ihr hier auf YouTube, auf Deutsch gesagt, es nicht auf die Kette bekommt, euch einen Account bei Twitch.tv zu erstellen oder auf die blöde Webseite zu surfen, um mir dazu zu gucken. Es ist echt Trauer, ja. Aber ich bin ja nicht so. Für die Leute, die unfähig sind, wie ihr, für die streame ich jetzt auf YouTube. Im Übrigen gibt es auch neue Member Rewards, die habe ich jetzt eingestellt, eben auch, damit ihr mich supporten könnt während des Livestreams. Und jeder, der ein YouTube Membership abschließt, ab 2,99 oder 1,99 glaube ich, habe ich eingestellt, also ist auch wirklich sehr günstig, bekommt auf meinem Discord eine spezielle Rolle und Zugriff auf den VIP-Channel. Jetzt fragt der Ralf, was ist denn am VIP-Channel so toll? Da gibt es zum Beispiel Gewinnspiele nur für VIPs. Aktuell sind da ungefähr so, naja, 15, 20 Leute. Das heißt, die Chance dann in das Spiel zu gewinnen, den Key für einen PC oder irgendeinen so Merch-Kram von mir, der auch bald kommt, aber dazu später mehr oder später im Laufe des Jahres. Ja, das könnt ihr dann alles haben. So, das haben die Leute, die nicht in diesem VIP-Status haben, haben die nicht. Genauso gilt es auch für Leute, die spenden über Tippi. Da kann man auch seinen Discord-Account mit verknüpfen und da kriegt ihr auch Zugriff auf den Channel. Also wie gesagt, gibt wirklich gute Vorteile und ich werde in Zukunft mir noch neue Sachen ausdenken. So, da haben wir schon mal unseren ersten Wanderer. Ich mache mal unser Blaulicht aus. Ich denke, hier ist auch irgendjemand, wie soll ich sagen, verletzt. Schauen wir mal. Auf jeden Fall echt saugeil, hier wandern zu gehen, oder? Bei dem Wetter, mit dem Schnee. Okay, wir suchen einen Wanderern, der verloren gegangen ist. Ah, guck mal, hier ist schon die Person. Hallo, Sida? Die Dame, hallo? Schönen guten Tag, Officer Kneifinger, mein Name. Ich hätte eine Frage an Sie. Alles gut bei Ihnen? Hallo, Ma'am. There is a report of a missing hiker in your match description. Also, wir suchen jemanden, der sieht genauso aus wie Sie. Why does that concern you? It doesn't matter if I'm missing or not. Leave me alone. Also, die ist jetzt nicht gerade sehr kompatibel, die Alte! Die Seite soll sie in Ruhe lassen und es kann mir doch egal sein. Nein. I'm worried for your safety. Can you talk with me a second? Also ich sorge mich um sie und ob sie mit mir kurz quatschen kann. No, I don't want to talk to anyone. Leave me alone. Sie, nee, sie will nicht mit mir reden. Ich soll sie alleine lassen. What the fuck? Warum? Warum rennt die Tante jetzt einfach weg? Haben wir Kollegen gerufen zur Unterstützung. Hat die Dreck am Stecken? Will die hier irgendwie... Was habt ihr hier vor hier oben? Im Wald. Ah, guck mal, wie geil ist das denn? Die Parkwacht-Jungs kommen. Perfekt, Mann. Ach, ich liebe meine Backup-XML. Weil wir sind ja hier im Wald. Die joggen auf jeden Fall den Berg hoch. Ich fahre natürlich Offroad. Ja, moin, Alter. Komm, gib Gas, Ralle, gib Gas. Schaffst du? Oh, no. Schaffen wir nicht. Trotz Allrad. Ja, okay, es ist vielleicht ein bisschen arg steil so, ey. Sehr mal nicht so. Aber die geht auf jeden Fall steil hier, die Frau, oder? Die ist jetzt hier oben. Wo ist denn die? Wow! Beinahe habe ich mit dem Auto wieder drüber gefahren. So, die Dame, jetzt bleiben Sie mal stehen hier. Keine Widerrede hier. Sie können hier einfach hier hoch und runter joggen, wie Sie wollen. Ja, das war so klar. Jetzt flippen Sie mal hier so rum. Bleiben Sie mal stehen. Das ist stachelig hier in dem Busch. Passen Sie auf. Kollegen, mach doch mal was. Ja, genau. Jetzt hat die Tante sich auch noch rumgehauen, ey. Oh, Mann. Wow, Alter. Die Karre muss so Gas geben hier in den Berg hoch. Die zwei Ladies sind fit, ne? Aber die kriegen sie wieder nicht. Das ist so typisch. So, jetzt aber. Macht jetzt mal was, Mädels. Kommt schon. Jetzt müsst ihr sie haben. Jetzt müsst ihr sie haben. Die kriegen die wieder nicht. Ah, ich kann hier nicht weiter rumfahren. Leute, jetzt... Ihr müsst jetzt mal... Ah, das gibt's doch nicht, ey. Das gibt's doch nicht, ey. Warum ist es so kompliziert, die... Wow. Okay, nein. Ah, mein Auto. No. Halt, stopp. Nein, scheiße. Nein. Bleib hier. Ah! Ja, du blöde Kuh, ey. Wegen dir, ey, rollt dir mein Auto in den Berg runter, ey. Kann aber nicht wahr sein, ey. Fuck me, ey. Handbremse nicht gezogen.
So, haben wir jetzt die Tante da oben endlich erwischt. Der kann immer nicht wahr sein. Ah ja, sehr gut. Ach, die Mädels haben sie am Start. Ey, let's go. So will ich das sehen, Frau Parkwachtdamen. Wow, 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 Schnee. So, Handbremse diesmal gezogen, ey. Let's go. Habt ihr sehr gut gemacht, Parkwacht-Girls. Bin sehr stolz auf euch. So, die Dame. Also kann aber nicht warten. Boah, die Aussicht hier oben. Hat sich ja richtig gelohnt. Wie geil das aussieht, ey. Feier ich gerade überhaupt nicht, ne? Also, ich meine, das natürlich ironisch. Voll, boah. Alter. Wie geil ist denn bitte dieses Bild gerade? Komm ich nicht klar drauf. Also, erstmal die Damen von der Parkwacht. Überragender Job. Wirklich toll gemacht. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Komm dann später mal auf der Dienststelle vorbei und bringe euch ein bisschen Hasenfleisch vorbei, ne? Ist ja klar. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr da wartet. So, die Dame. Also, wir haben echt ein Problem. So. Ich werde erstmal kurz ihre Personalien überprüfen, während ich im Hintergrund mir diese geile Optik gebe vom Berg hier. Wahnsinn, ey. Wie geil ist er? Ich glaube, ich hatte noch nie so ein schönes Bild bei einer Untersuchung. Also, bei einer Befragung natürlich. Fahrlautung ist abgelaufen. Wie ist mir eigentlich egal. Ich schaue mal ganz kurz in meinen schlauen Polizeicomputer. Was sie so auf dem Kerbholz hat, die Alina. Fahrerlaubnis ist egal, keine Strafen. Warum haut sie denn rein so, ey? Was ist los mit ihr? Mal fragen hier, warum haben sie was getrunken oder so? Wie sieht's denn bei ihnen aus? Helmut, Kohl statt Alkohol. Ja, und wie sieht's mit Betäubungsmittel aus? Haben sie damals was genommen? Sieht aus wie ein Schank, nicht wirklich, weiß ich auch nicht. Und was machen sie hier oben auf dem Berg jetzt? Sagen wir mal. Ich mache Porträts der lokalen Gullideckel. Ja, hier oben gibt's ja natürlich, die labert doch nur Scheiße, Leute. Alkoholkonsum, das letzte Mal getrunken irgendwie, was sagen sie da? Ich erinnere mich nicht. Ja, das kann man auch wegsaufen, solche Erinnerungen. Betäubungsmittel, wie sieht's da aus? Haben sie irgendwie weißes Pulver am Start? Wovon reden sie? Ja, ich meine natürlich den Schnee hier am Boden, das war eine Fangfrage. Stellen sie sich nur an, ey. Oh, Leute, ich hab nichts wirklich gegen die in der Hand. Warum sie weggerannt ist, weiß ich nicht. Wir lassen die jetzt gehen. Die lassen sie einfach wandern. Das ist eine Frau, die einfach wandern geht. Hat auch keine, ich glaube nicht, dass irgendwas Illegales macht. Die hatte einfach Schiss. Die war ein bisschen angepisst und naja, das darf's ja auch sein. So, jetzt fahren sie aber vorsichtig. Laufen sie aber vorsichtig weiter. So. Wie geil dieses Bild hier ist, Alter. Ich komme gerade gar nicht drauf klar, Leute. Ey. Ich muss die Situation nutzen. Also mein Auto steht natürlich auch echt crazy hier am Berg. Aber ich würde zu gerne hier so mal so ein... Es ist ja auch... Ich glaube, ich habe noch nie so ein Screenshot gemacht hier. Aber kriege ich jetzt hier... Meint ihr, ich kriege hier ganz geil so auf den Hintergrund auch mit drauf? Das ist echt nicht leicht, ey. Da, ich kenne mich halt nicht mit den Winkeln von den Kameras. Oh, da drüben. Oh, das ist auch schön. Jetzt muss ich aber hier, warte mal, ich muss raus. Ah ja, Weitwinkel brauche ich. Oh, genau. Entschuldigung, mir geht der fast dann ab. Aber jetzt kriege ich das Auto nicht mehr drauf. Ja, der Winkel von dem Auto ist hier ein bisschen... Weiß ich nicht. Ich glaube, wir suchen uns einen besseren Spot. Ich habe den aber auch krass geparkt hier. Also das muss man der Karre lassen. Das muss man der Karre lassen, ey. Sogar okay, im Rückwärtsgang hat man sowieso einen... höheren Drehmoment, glaube ich. Ja, sie wandert einfach weiter, Leute. Die ist gechillt. Die ist... Ich bin der Überzeugung, dass das alles okay, was wir gemacht haben. Oh, leck, ey. Oh, wie kriege ich denn... Ah, ja. Jetzt steige ich auf der Seite... Warum steige ich auf der anderen Seite aus? Bin ich unfähig oder was? Also ich feiere gerade die Optik von hier oben extremst, ey. Wow. Oder? Ich will den Zug genau mit drauf haben. Müssen wir vielleicht den Winkel wieder ein bisschen ändern. Ranzoomen. Von oben. Ist schon schön. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt... Ich weiß nicht, ob ich das als Thumbnail benutze, aber ehrliche Scheiße. Ich habe gerade einfach nur Spaß mit der Optik hier, die ich hier habe. Aber der Winkel, ich finde echt schwer, so. Guck mal, jetzt kriege ich den Zug nicht mehr drauf. Wenn ich hier rübergehe, ist mein Dude nicht mehr mit drauf. Der irgendwie echt eine komische Pose gerade macht. Was machst du? Warum stehst du da so rum? So breitbeinig, ey. Keine Ahnung, ey. Naja. Ich glaube, wir... Hey, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Was ist das denn? Also... GTA, ey, du bist so ein schönes Game. Ich muss mich, eigentlich will ich mich gar nicht dafür entschuldigen, aber wie, das ist doch der Hammer. Das Game ist, wie alt, 10 Jahre so, ey? Aber ich komme trotzdem nicht drauf klar, deswegen will ich nochmal einen Screenshot versuchen. Wir probieren es einfach mal mit einem anderen Winkel. Und zwar so. Wie der Kopf von meinem Typen da hinten drüber schaut. Ich glaube, ich kann den auch ganz aus dem Bild nehmen, ey, ganz ehrlich. Das sieht alles nur komisch aus, ey. Wenn der da so mit seinem Kopf über die Motorhaube guckt, finde ich das echt ein bisschen weird, ey.
So, ein bisschen tiefer. Ja gut, jetzt haben wir halt natürlich, wir haben jetzt schon, es ist, also, ich bin kein Fotograf, wie man merkt. Ich bin kein Fotograf. Ah, die Karre hat aber auch schon bessere Tage gehabt, ne? Jetzt machen wir ein komplettes Gegenteil. Jetzt zoomen wir einfach mal stark ran. Das ist schön. Ah, das gefällt mir. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Jetzt ist schade, dass der Zug nicht mehr da ist, aber hey, man kann nicht alles haben. Gut, genug gespielt mit der Kamera. Headshot. Wow, 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 wow. Berglöwe. Habe ich gehört hinter mir? Ah, da unten rennt er, seht ihr es? Da muss ich natürlich mal aufpassen. Dass ich hier nicht von der von den Tieren hier in der Gegend angegriffen werde. Jetzt mal schön langsam hier wieder runter. Wow, 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 da habe ich natürlich den steilsten Hang genommen, um hier runterzufahren. Und natürlich ist hier wieder so ein... Was sind das eigentlich für Tiere? Hirsche? Also es ist kein Hirsch, aber hat ja kein Geweih, aber... Was rennt denn hier so rum in Los Santos? In den Bergen? Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ich meine jetzt nicht die Frau hier, ne? Das ist natürlich ein Ziegenbock, ist ja klar. Ich find's auch geil, wie die hier im Winter mit ihren Booten auf dem... Wow, See cruisen. Auf der Route 68 rennt ein Clown rum und ballert durch die Gegend. Was zum... Ey, was? Kannst du nicht ausdenken, oder? Das ist doch wieder typisch hier Los Santos. Neujahr und wir haben erstmal einen Clown, der auf der Autobahn rumballert. Ne? Naja, naja. Willkommen, willkommen in Los Santos. Ey. Warum immer diese... Warum muss das immer ein Clown sein, frage ich mich. Kann das nicht einfach mal eine Putzfrau sein oder... Mechaniker? Nein, es sind immer Clowns. Gibt ja auch Leute, die eine Clownphobie haben. Ich meine, jeder hat vielleicht mal die Figur vom Film S gesehen, von Steven Ich wollte gerade sagen Steven Spielberg, aber Stephen King ist es natürlich. Das wäre jetzt natürlich peinlich gewesen. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr Bock habt auf Horror, ne? Ab geht die Party. So. Also, da so vorne sehe ich ihn schon rumpimmeln. Hat aber keine Waffe. Machen wir die Tür zu, Ralf. Danke. Bis jetzt geht er da nur spazieren. Okay, nichts mit spazieren. Alles klar, habe ich verstanden. Der hat ein Sniper-Gewehr. Sorry, Leute. Wow, das Hack macht auf jeden Fall auch gerade richtig Spaß. Der hat einfach ein Sniper-Gewehr. So ein Arsch. So, Vehicle Options. Pass mal auf. Jetzt machen wir voll einen auf RP hier. Doors on Windows Menü. Open Trunk. Das hat mir nicht gefallen. So, dann gehen wir einmal hier ran an die gute Stube. Und holen uns Sniper-Gewehr. Das kann ich auch. Was der kann ich auch, Leute, Alter. Heavy Sniper. Marksman. Marksman. Na, Heavy. Heavy Sniper. Let's go. So, ne Motherfucker, Alter. Der Ralf hat mal leicht übertrieben. Wo bist du? Komm her, du Clown-Penner, Alter. Gibst gleich ein Loch im Kopf. What? What? Okay, krass, Mann. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Freue mich auch natürlich über ein Abo und check die Glocke. Danke fürs Reinschauen. Dieser Arschclown. Huja! Wolltet ihr schon immer mal auf einen geilen Discord-Server mit über 3000 Mitgliedern? Supergeile Kategorien, richtig viel los. Kommt vorbei, Link hier in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf euch.